Hallo, wir sind auf einer Urlaubsfahrt in Richtung Spanien. Wir möchten gerne 4 Wochen lang Sonne tanken und sind losgefahren am 6. November. Wir werden euch berichten zu den Themen Fahrtroute, Stellplätze und Kosten, wie zum Beispiel Maut, dazu aber später. Wenn euch das interessiert, nehmen wir euch einfach mit. Los geht's! Das erste Ziel unserer Reise ist der Stellplatz Pont-à-Mousson, der etwas unterhalb von Metz liegt. Der Stellplatz ist gut anzufahren, auch für größere Fahrzeuge, und besteht aus 2 Plätzen. Fähr- und Entsorgung sind in Ordnung. Noch ein kleiner Hinweis: In der Nähe des Platzes, etwa 100 Meter, gibt es eine amerikanische Burgerschmiede. Wir machen uns also weiter auf Richtung Süden, denn heute wollen wir noch das Wasser sehen. Das Ziel heißt Guia Plage, Feriendorf Le Club Paré. Der Stellplatz hat alle Annehmlichkeiten eines Campingplatzes, denn im Sommer ist der Campingplatz und im Winter ist der Stellplatz für Wohnmobile. Er kostete bei unserem Aufenthalt 11 Euro. Er hat direkte Strandnähe. Leider hatte es eine Woche vor unserem Eintreffen ein Unwetter gegeben und der Strand war voll mit Treibholz und anderem Unrat. Das Wetter wurde immer besser und so kam es zum ersten großen Hausputz. Wir haben noch einen Abstecher nach Carcassonne gemacht. Es ist das älteste bewohnte mittelalterliche Dorf und gehört seit 1997 zum Weltkulturerbe der UNESCO. Der Stellplatz liegt direkt an der Altstadt und ist schön angelegt. Fähr- und Entsorgung ist kein Problem, Strom gibt es leider nicht. Wir sind auf dem Hinweg gefahren, die A75 in Frankreich, die mautfrei ist. Zu den Mautkosten als solches werden wir uns im nächsten Teil auslassen, weil wir es hier nur bis zu Daimus sagen können. Und dazu später. Wir sind angekommen auf dem Stellplatz in Blanes, der ein Campingplatz im eigentlichen Sinne ist sehr gut unter den Bäumen angelegt, Fähr- und Entsorgung kein Problem. Das Personal des Platzes ist sehr hilfsbereit, bringt im Fall der Fälle auch mal eine Gasflasche ans Mobil.
Für den TV-Empfang kann man ein SAT-Kabel bekommen. Anschlüsse sind an jedem Platz. An manchen Plätzen gibt es auch mit der SAT-Schüssel Empfang. Wir fahren an der Küstenstraße und der Autobahn nahe der Küste weiter in Richtung Playa y Fiesta. Der Bahnübergang ist bei der Anfahrt ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber funktioniert. Uns hat dieser Stellplatz sehr gut gefallen, weil die Plätze zum großen Teil direkt am Wasser sind. Das Personal ist nett und die sanitären Anlagen waren auch in Ordnung. Der Stellplatz Dunes ist in Daimus, südlich von Gandia. Der Platz liegt 200 Meter vom Meer entfernt. Es gibt dort super schöne Strände. Für 15 Euro pro Tag gibt es einen Leihwagen, den man sich vom Stellplatzwart leihen kann. Morgens gibt es einen Baguette-Service. Für große Fahrzeuge ist der Platz nun bedingt nutzbar. Unendliche Strände. Wir sind noch in Daimos bei Gandia. Der Tagespreis lag bei unserem Eintreffen unter 10 Euro am Tag. Sanitärcontainer mit Waschmaschinen sind vorhanden. Die Plätze sind parzelliert, der Boden ist geschottert und freitags gibt es einen Paella-Service. Da kommt eine Köchin, die für den ganzen Platz, wenn gewünscht, Paella in einer riesengroßen Pfanne kocht. Preis, glaube ich, 6 Euro pro Nase. So, heute Wandertag. Wir wandern zum Castello del Bayern in Gandia. Das Ding wurde 800 und noch was gebaut und ist im, naja, nicht so schönen Zustand. Das ist mal die Skyline von Gandia. Ein leicht touristischer Ort, wie man an den Bettenburgen sieht. Thank you.
Wir fahren weiter zu unserem Geheimfavoriten an Stellplätzen nach Xeraco. Der Platz ist ein ehemaliger Campingplatz und super angelegt. Er hat eine Poolanlage und alles, was zu einem schönen Platz gehört. Wollt ihr mehr dazu erfahren, schaut euch einfach den nächsten Teil an. Über einen Daumen nach oben freuen wir uns, über ein Abonnieren könnt ihr euch freuen, denn dann bekommt ihr direkt Nachricht, wenn die nächste Fortsetzung folgt. In diesem Sinne, bis plötzlich!